Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Wolfenhain. Ich habe den Part hier schon gespielt und musste dann Pause machen. Hab dann die Aufnahme pausiert. Wollte dann weitermachen und habe die Aufnahme beendet und nicht weitergemacht. 42 Mal gehopst und nun. Woher ich jetzt fragt. Wenn ihr euch jetzt fragt, woher ich weiß, warum wir 42 Mal gehopst sind, wir hatten hier irgendwo einen Hinweis dafür. Und ja. Nun sagt schon, was drin steht. Oder könnt ihr es etwas selbst nicht lesen? Wer wird aus diesem Krakelkram, der jede Ähnlichkeit mit achtbaren Schriftzeichen verweigert, schlau? Dies sind die Lautzeichen aus der Zeit der großen Sammlung, als... Ihr Götter, was für ein Streber, lies einfach vor. Als Erwählter, o Erwählter, solltest du eine größere Portion deines Interesses auf die strahlende Lies. Sie irren. Mag der Wald auch unseren Vorvätern ausschließlich Schrecken verheißen haben, so sind wir doch nicht mehr dieselben, seit unsere Macht wuchs und wir mit ihr, das Reich, strahlt. Noch werde ich beargwöhnt, aber ich werde es ihnen schon demonstrieren, was es inzwischen heißt, ein Mensch zu sein. Wir sind nicht länger Knechte unserer Ängste. Wir werden die Herren. Der Keim ruht im Erkennen. Ich sehe die knarrenden Linien, folge dem Lauf des fahlen Wurzelwerks und Stück um Stück erschließe ich in all dem das System. Der Wald hat Geist. Warum auch immer die diese Schriftrolle umblättern, fand ich vorhin schon ziemlich seltsam, aber okay. Bald schon beugt auch er sich unserem Willen, geblendet vom Strahlen der erwachten Macht. Zunächst werde ich eine Form errichten, um mittels des Waldes Botschaften weiterzureichen. Die Probe verlief erwartbar günstig und nun sollen die Baumkrallen nicht bloß die Botschaft, nein, den Boten selbst eilgeschwind befördern. Ich wage es, mein Wille ist stark. Was sollte das? Es existieren Wundergeschichten aus der Zeit des strahlenden Reiches und eine jede endet gleich. Wer sich zu hoch in die Höhe reckt, den verbrennt die Sonne. Jemand schafft es, sich einen Teil des Waldes gefügig zu machen? Bereiten deine schändlichen Hände gar einen Applaus vor, Hexe. Klatschen? Dafür? Das ist keine Webkunst. Das klingt nach roher Zauberei. Etwa nach unserem Zauberer? Vielleicht. Oder ein Nachäffer. Ein Kollege, ein weiterer Verirrter. Schön und gut. Wir haben also eines der alten Rätsel des Toten Waldes entdeckt. Aber was trägt uns das ein? 1500 Erfahrungspunkte. Yay! Und wir können uns jetzt teleportieren. So ein Symbol haben wir schon einmal aktiviert, aber wozu ist es gut? Und nun sollen die Baumkrallen nicht bloß die Botschaften, nein, den Boten selbst eilgeschwind befördern. Ich habe genau zugehört, als der Hexenjäger diesen Teil vorgelesen hat. Hexe, danke. Ein Transportsystem also. Transport. Nach Westen. Genau. Hier haben wir nämlich den zweiten Teleport. Teleportation. Und ich weiß nicht, wo der Troll ist, denn ich habe jetzt nachgelesen, was die Lösung des Rätsels ist. Und die Lösung ist einfach. Und das nervt mich, dass ich da nicht selber drauf gekommen bin, aber... Und ich weiß nicht mehr, wie ich da hingekommen bin. Ich nehme jetzt mal an, von da rechts. Wow, ich habe mich dahin teleportiert, nur um dann wieder einen komplett anderen Weg zu laufen. Yay! Ach Gott. So. Da lang. Und da oben. Ihr kennt das Spiel, Menschlein. Warte nur, bis wir dich einmal ohne die armen Vögelchen erwischen. Euer vergangener Hochmut wird euch diesmal besonders viele Vögelchen kosten. Ich habe nichts vergessen. Schon gar nicht das Geprahle des Dicken. Zur Strafe zermalmt mein Rätsel Hirne und Küken. Ich hätte eines Tages vielleicht über das Kükenblut hinwegsehen können, aber den Dicken trage ich dir nach. Herr mit deinem Rätseltroll. 5 Höhlen in nur einem Loch. Es ist so... Es ist so einfach.
Es ist so einfach. Ich bin schon ein bisschen traurig, dass ich da nicht drauf gekommen bin. Ich sehe es deinem Gesicht an, wie richtig ich gelegen habe. 500 Erfahrungspunkte, yay. Glück. Pures Glück. Ich verabscheue den Tag, an dem ihr Kurzlebigen ins Dasein gesandt wurdet. Und jetzt lass mich durch. Ich will keinesfalls tief in den Totenwald hinein. Warte nur, falls wir uns noch einmal wiedersehen, Troll. Wiedersehen, falls ihr dort entlang geht, Menschlein, wird es kein Wiedersehen geben. Der hat ja mal richtig Bock. Ein paar Menschlein allein im Totenwald. Jetzt siegt doch die Gerechtigkeit. Ein Menschlein steht im Wald, ganz still und stumm. Oder so. Es hat vor lauter Purpur ein Menschlein, ein Männlein um. Ein Menschlein, ja. Er kennt es nicht. Yikes. Ich weiß nicht, ob mich das Ding treffen sollte. Ein Phantom? Wow. Okay. Nein, okay. Dann gehört das wohl darunter. Was machst du da? Abenteuergeheimnis. Hau, ruck. So, ich nehme an, genau. Jawohl. Da haben wir noch eins. Das ist eins von... Ja. Bliblablub. So, und jetzt noch das letzte. Ist ein ganz kleines Stück. Ein ganz kleines Stück. Vielleicht hier noch mit dem Augenmerk irgendwas? Aha! Ich bin so klug. K-L-K. Ja, ich hoffe, dass ich heute keine Pause mehr machen werde. Von der Aufnahme. Weil... nicht möchte, dass mir nochmal sowas passiert. Ein Eichhörnchen. Oh. Hier fehlt immer noch eins. Wucht und Luft. Ja. Ja. Ja, weil nochmal alles dann machen, habe ich eigentlich nicht so wirklich Bock drauf. Aber okay. So, ich habe jetzt nicht... Ja, ich war dumm, aber das seid ihr schon gewohnt. Ich habe nachgeguckt, was stark, also was hilfreich gegen ihn ist. Aber nicht... Oh, 1000 HP. Okay. Aber nicht, was gegen ihn noch gut hilft. Naja. So.
Schlammerteer. Igitt. So, weiter geht's. Ich habe die ausgezehrten Pflanzen gesehen, die in den Bannkreis der Dornen gerieten. Das hier ist anders. Die Pflanze wirkt nicht, als wäre sie vertrocknet. Sie mutet an, als sei sie schon immer so gewesen. Fühlt nur ihre Fasern, ganz trocken und leer. Stimmt. Fühlen, nicht zermalmen, Grobhobel. Cool. Seht nur, eine ganz gemütlich aussehende Höhle direkt voraus. Eine Höhle? Oh. Ja, genau, Gisulf, eine Höhle. Recht viel Bewuchs am Höhleneingang. Was ist das überhaupt für ein komisches, struppiges Kraut? Hartnäckiges Zeug. Wie geil! Ich find's klasse. Ah, schön. Und ich habe jetzt gerade keine Lust mehr zu klauen. Ich will einfach nur eins von diesen Viechern kaputt haben. Okay, vielleicht kann ich doch einmal klauen. Ich weiß nicht, wie viel Erfahrungspunkte Gisulf da haben sollte. Hat er? Ja. Sehr gut. So. Und so. Jawohl. Oh, Stufe 23. Ah, extra Belohnung. Valdrada, bekommt mal was auf Geist. Haha. Eine Warnung in den Zeichen der Art, wie wir sie auf der Schriftrolle über die Baumkrallen fanden. Aha, und was steht da? Im Osten nur noch Tod. Na, das klingt doch... Klingt doch wundervoll. So. Und dann bekommt er einmal einen Magietrank. Und ich speichere nochmal. Ach, schaut mal. Das sieht ja so nett aus hier. Du weichst vor dieser Obszönität zurück, anstatt ihr zu trotzen, Erwählter? Also ich halte das für eine sehr gute Idee. Von diesen Wurzeln geht etwas aus, das größer als ihre eigene Präsenz ist. Wovon redest du? Die Hexe behauptet, in den Wurzeln manifestiere sich eine wesentlich größere Gewalt. Manifestieren? Ja, das ist ein erstaunlich treffendes Wort für einen, der das Flüstern nicht hört. Die Kraft des Waldes selbst hat sich in den Wurzeln verkörpert. Du weißt erstaunlich viel über dunkle Machenschaften, oder gerade keineswegs erstaunlich. Im Unterschied zu dir, Taubentrampel, höre ich das Land. Hier ächzt und stöhnt es schwer geplagt. Du sagst, der Wald selbst stecke in den Wurzeln. Deine Kraft fließt in sie hinein, oder sie wurde hineingeleitet. Meine Barriere. Der Zauberer. Er hat Macht über den toten Wald, paktiert er am Ende gar mit dem Widersacher. Wie kämpft man gegen einen Wald? Gar nicht. Man richtet ihn gegen sich selbst. Drück dich in Gegenwart eines erfahrenen Abenteurers klar aus, du Naseweiß. Der Wald ist ein altes, verschlagenes, von Bosheit verseuchtes Geschöpf. Auch ein Zauberer kann nicht seinen ganzen Willen kontrollieren. Hier gelingt es ihm, also suchen wir möglichst weit von hier eine Hilfe im Wald. Mir gefällt nicht, dass wir dem Plan der Hexe folgen sollen. Was für eine Hilfe meinst du, nach der wir Ausschau halten sollen? Freien, bösen Wald? Ah, okay. Es gefällt mir ganz und gar nicht. Und doch lässt du dich darauf ein, nur diesmal, oder verändert sich gerade was? Okay, jetzt wissen wir immerhin,
einfach zu geil. Wofür wir das mit der Seele machen? Hier oben waren wir aber noch nicht. Hier ist nur nichts. Augenmerk sei Dank, da ist was unter der Erde. Sieh an, ein Einstieg, Stieg. Einsteig, ah. Dann ist dort auch irgendwo eine Leiter. Natürlich. Ja, das ist tief genug, um eine Leiter zu nehmen. Ja, dann nimm die Leiter. Schon wieder die alten Zeichen, auf die wir bereits gestoßen sind. Der Wald wacht zur Linderung gegen den zehrenden Einfluss des Dienstes an bös gestimmter Stätte. Was? Der Wald wacht zur Linderung gegen den zehrenden Einfluss des Dienstes an bös gestimmter Stätte. Alles klar. Ich erkenne auch noch in den Resten des altertümlichen Zeichen des strahlenden Gottes. Die Waldwacht reichte offenbar tiefer in den Wald, als selbst die kühnsten Legenden zu behaupten wagten. Die Sonnenkugel ist nicht einfach verfallen. Sie sieht aus, als wäre sie unter Druck geborsten. Aber wer zerpresst den soliden Stein? Ich erkenne... Bla... Die Sonnenkugel ist nicht einfach... Ja, okay. Schloss Wirtsehen. Oh Gott. Dreimal Heiltrank, starker Heiltrank, Lebenswasser. Yeah. Wobei, war da noch was? Nö. Ich frage mich gerade, ob wir noch ein besseres Augenmerk bekommen. Ja gut, dann... Transport. Ich find's einfach zu cool. Nach Osten. Genau, und... Jetzt gehen wir ganz raus aus dem Wald und dann kommt quasi eine Stelle, die ich kenne, weil... ich es ja schon gemacht habe. Wobei, nein, wir machen jetzt erst noch hier das mit der Blume fertig. Ich glaube, die ist hier drüben. Ja. So, speichern. Wenn nicht einmal ein Sitterkelch, was sollte dann eine verdorrte Blume zurückholen? Nein, Gisulf, hier zählt meine Hand. Pella, dein Garland wird dir durch Taten beweisen, was Worte nicht vollbrachten. Wenn du meinst, es besser als ein erfahrener Abenteurer zu können, dann nur zu. Verschütte bloß nichts, wir haben nur den einen Sitterkelch. Pass auf die Blätter auf. Achte. Nun lass ihn schon. Ich helfe nur, damit er es nicht versaut, aber gut, dann macht halt. Aber jammert mir nachher nicht rum. Erwählter, du hältst jetzt einfach mal die Klappe. Hat man nun von seiner Hilfsbereitschaft. Na. Wenn ihr wieder bereit für den Rahmen eines reichen Erfahrungsschatzes seid, sagt Bescheid. Nicht einmal ein Sitterkelch verrichtet hier noch etwas? Was für ein scheußlicher Wald. Oh. Sitters Macht behauptet sich im toten Wald. Leben blüht, wo vorher nur der Tod gedieh. Wie ich immer sage, man muss die Küken auch mal machen lassen und im Hintergrund wachen. Pella, die hier pflücke ich für dich. Nein! Oh, ist der dumm. Was tust du? Na, ich besorge den Beweis meiner Tat. Du willst wieder zerstören, was du gerade erst erweckt hast? Ich könnte mit meinem Wort für die Wahrhaftigkeit meiner Tat einstehen. Immerhin bin ich ein Paladin. Kinder, wenn ihr mit einer Sache nicht durch die Welt kommt, dann mit Ehrlichkeit. Wartet's nur ab. Ja, aber Waldrada hat halt schon recht. Also... er wäre dumm, das jetzt wieder abzupflücken, weil dann macht er doch wieder kaputt, was er ja eigentlich nicht tun soll, weil sie ja sonst nur noch mehr beleidigt. Ihr wisst, was ich meine. So, bevor wir jetzt aber hier rausgehen, speichere ich nochmal. Denn
Endlich lassen wir den Totenwald hinter uns und erreichen allmählich wieder das grüne Land. Sagt ihr nichts? Die Grünen der Natur ist als Thema wohl unter eure Würde, wie? Engstirn? Kahlkopf? Dankrun! Ja, dein Gespür verbessert sich. Deine belehrende Art hält sich. Es ist schön, dich wohl aufzusehen, Webschwester. Und Walburga, wie geht es ihr? Sie hält Stand, wie immer. Sie ist so knorrig wie ihr Baum und denkt nicht daran, ihre Lichtung aufzugeben. Und die Hexenjäger? Ja, sie sind eine Hilfe, so wenig sie in ihrer lärmenden Art auch von unserem Wirken ahnen. Mit meinem habe ich gerade weniger Glück. Dankrun, er will eine Seele opfern. Etwas atemlos, doch verständlich, fasst Waldrada die Geschehnisse um den Seelenbaum zusammen. Sein Begehr nach einer Seele, das Problem bei einer Mogelei und die hässliche Alternative. Das also treibst du in dem Wald, in den mein Flugschemen nicht zu dringen wagt. Die Paladine geben es nicht zu, aber sie sind verzweifelt. Sie können die Wiedergänger zurückschlagen, doch nicht den Zustrom unterbinden. Und jetzt spielt einer der ihren gar mit dem Gedanken an ein Seelenopfer. Du hast die Hexenjäger gerade Paladine genannt? Du selbst warst es, die einer besseren Hexe die Scheuklappen abnahm. Dann denke auch zu Ende, was du beginnst. Du denkst an ein richtiges Bündnis zwischen uns und den Hexenjägern? Das würden sie nie akzeptieren. Du kennst sie doch selbst. Oh ja. Aber helfen müssen wir einander, wenn jeder für sich allein zu schwach ist. Dein Paladin dort kennt also das Rezept, um eine Seele zu mischen? Nun, wir Hexen haben den Kessel. Es gibt in der Tat eine Beschaffenheit der Welt, die als Gefäß einer Seele dienen kann. Das Weltengewebe selbst. Gucke nicht fragend, lerne während du hilfst. Nun weben wir ein ganz besonderes Stück. Verdrillen wir das Gewebe im wilden Tanz. Dankrun tanzt es vor, Waldrada tanzt es nach. Und das sind die Bewegungen. Hoch runter, aufeinander zu, voneinander weg. Dann mal los. Na los, zurück und vor. Zurück und vor. Nach oben, unten, zurück und vor. Einmal im Kreis. So. Und jetzt mit einem Sprung. Oh Gott. Vor, vor, zurück, Sprung, zurück, vor, Sprung. Oh Gott. Vor, Sprung, runter, hinten, hoch, Sprung. Ich bin so gut. Ja, das ist es. Worauf wartest du? Tu es mir nach. Im Takt. Schneller. Es verdrillt sich noch schneller, damit es sich manifestiert, Webschwester. Bis hierhin hatte ich aufgenommen. Vollbracht. Schon? Das war ja gar nichts. Yeah, 500 Erfahrungspunkte. Sieh an, du stehst zum ersten Mal der Webarbeit dieser Stufe gegenüber und du versagst nicht. Bemerkenswert. Fleiß und Intellekt können es nicht sein. Danke. Hast du etwa das Gespür? Du? Hoch mit dir. Ist es das? Das ist es nicht. Das Seelengefäß, gewoben aus den Fäden des Musters selbst. Gib Acht, beim nächsten Mal nicht derart schnell deine Grenzen den Augen eines anderen zu eröffnen. Eine Ohnmacht? Also bitte. Wir sind Hexen, Weberinnen. Also lass dieses Zimmermädchengehabe. Ich habe sowas zum ersten Mal gemacht. Tu nicht so, als wärst du schon perfekt zur Welt gekommen. Wenn du dich meinen Ratschlägen verweigerst, schließt du nie zu einer besseren auf. Also das ist doch... Du... Ich... Ah. Ich kann Walburga nicht länger allein gegen das streunende Grauen anstehen lassen. Ich muss wieder zurück. Nimm das Seelengefäß an dich und halte weiter nach Tanka Ausschau. War die Zirkelmeisterin schon je zuvor so lange verschwunden? Noch nie in der Not. Achte auf die Zeichen, Waldrada, es wird ernster werden. Und tschüss. Plopp, plopp. Nanu, was ist das da? Ein Seelengefäß. Damit steht uns doch noch eine andere Möglichkeit offen, um den Seelenbaum zu befriedigen. Was jappst du so? Bist du auf unserem leichten Landgang etwa derart außer Atem gekommen? In meiner Jugend. Wieso liegt ein so wunderlich seltenes Artefakt einfach so auf unseren Wegen? Lass mich raten. Du vermutest was Hexisches. Ein Zufall. Ha. Ich muss nicht nach Zufällen suchen, wo jene dort umgeht. Willst du damit irgendetwas andeuten?
Ich deute nicht an, ich sage, dass du eine von fauligen Motiven getriebene Dienerin unheiliger Mächte bist. Undankbarer, kurzsichtiger, starrer, verbohrter, hasserfüllter, bockiger, engstirniger Scheiterhaufenlüstling. Verruchtes, luderlebiges, zuchtloses, dämonendienendes, schwarzherziges, flammenhaarfrisiertes Feuerfutter. Warzenfäule über dich. Finale Fackelfreundschaft für Flatterluder. Deine Frisur ist doof. Lästerliches Bies. Ist sie gar nicht. Gisulf nimmt das Seelengefäß. Das ist also die Form. Wie war das nochmal mit dem Inhalt, Jungchen? Also der Seeleninhalt kann nach den Untersuchungen des... Einfach nur die Rohdaten. Wir benötigen das Pneuma aus Hirn, Herz und Leber einer geeigneten Kreatur. Mhm. Und was ist so halbwegs menschenähnlich und entsprechend geeignet für die geplante Mogelei? Ich hab da so eine Idee. Das arme Ding. Entweder ein Grabschaufler oder ein Gefangener aus dem Ordenskerker. Und meine Abenteurernase sagt mir, dass wir dieses Tierchen genau dort finden, wo wir seine bedürfen. Im Totenwald. Die Essenz eines Niederwesens in einem Hexengefäß soll dem heiligen Zug den Weg öffnen? Hast du eine bessere Idee? Wahrhaftigkeit erfordert zuweilen Härte. Der Kerker der Feste ist gut gefüllt, Erwählter. Du denkst doch hoffentlich nicht wirklich daran, darauf einzugehen. Nein, eigentlich nicht. Oh, eine. Vorhin hatte ich zwei. Sauerei. Naja, wir gehen auf jeden Fall erstmal. Zurück. Oh ja, stimmt, wir haben hier. Habe ich vorhin auch noch entdeckt. Durch Zufall. Und zwar gibt es hier unten. Noch einen Spaten. Wir können hier noch so ein Ding aufmachen. Das soll ordentlich vermauert sein. Früher wäre so ein Mörtelpfuscher zum Bauschutt umdeklariert worden. Jawohl. Und zweimal Fussel. Da gibt es sonst nichts. Das können wir noch umdrehen, bekommen Erfahrungspunkte. Achso, ja, das muss ich vorlesen. Nicht einmal ein einzelner schäbiger Dolch. Du bist enttäuschend, Schrank. Der arme Schrank. Hier können wir noch angeben, dass das ein Bannerfetzen ist. Bekommen dann einen Erfahrungspunkt. Da war nichts drin. Ja, genau. Und das war es dann auch schon wieder. Da drüben kommen wir nicht rein, weil da ist zugemauert. Genau. Die war ja hier in der Katze, oder? Ach nee, da war der Typ. Genau, dann war sie in dem anderen Ding. Da, beim Hafen. Stimmt, bei der in der Naffermaid. Hat mich, da ist sie, genau. Wir sind's. Ja, ja, rein, rein. Hä? Hast du dir den... Ja, Alex. Hexenbesen. Undine. Das sind drei weitere Wesen für meine Sammlung. Haha, die Liste füllt sich. Oh, und deine Geldbörse natürlich auch. Bin ich jetzt schon blöd? Die war doch hier oben. Oder gab es hier noch? Hilfe. Radlos Angst, ein störrisches Feld.
Herz der Amazone. Mhm. Taverntisch. Wo? Gab es hier noch eine Taverne? Nein. Ich fühle mich gerade richtig dumm. Hier war doch irgendwo dieser Münzsammler. War das der Typ? Und dann war hier wohl die Schenke. Ja, genau. Oh Gott. Nun klopf schon bei deiner kleinen Amazone. Sie ist nicht klein. Sie schrumpft aber auch nicht wieder, nur weil du weiter hier draußen wartest. Schon wieder du? Wir hatten das schon mal nicht. Ich bin gut darin, den Leuten deutlich zu sagen, wie sie sich mir gegenüber besser verhalten sollten. Es gibt nur eine Sache, die ich noch besser kann. Meinen Standpunkt verdeutlichen. Sachte, sachte, die Junge will dir was sagen. So? Und weil er an die Kraft des ehrlichen Wortes glaubt, ist das auch alles, was er dir mitgebracht hat. Das war gemein, Gisulf, aber auch sehr lustig. Wer von euch Scherzbolden will meinen Speer zuerst mit dem Rachen kosten? Blume. Du sprichst ja. Es klingt nicht sonderlich sinnvoll, aber immerhin, du sprichst ja. Ich ließ Leben blühen, wo zuvor nur der Tod gedieh. Wo deinesgleichen wirkt, gedeiht nur blinde Zerstörung und Tod. Du hast das Gegenteil bewiesen? Zeig. Ich stehe dafür mit meinem Wort, mit meinem Gewissen, mit dem Licht. Deine Prüfung führte mich bis in den toten Wald hinein. Ist dir das Ungehölz bekannt? Ha! Nur weil ich immer zufällig in meinem Kämmerlein hocke, wenn du klopfst, heißt das nicht, ich sei nicht in der Welt herumgekommen. Ich ziehe ruhelos umher, Heimatverderber. Ich weiß vom toten Wald. In jenem Wald rangen wir eine Undine einen Sitterkelch ab und ich flößte einer schon lang verdorrten Blume neues Leben ein, das sich all dort seitdem tapfer inmitten bösen Knackens behauptet. Du hast keinen Beweis bis auf dein Wort. So ist es. Ich bin beeindruckt. Pass auf, Küken, jetzt kommt die Rückhand. Wort, Mut und Tat. Ich hätte nicht gedacht, im Norden einen Jünger des Senox zu treffen. Was? Und doch trägst du die Gewandung der Verheerer des Südens. Wie soll ich dir trauen? Sag es mir. Prüfe mich, Opella, ich werde bestehen. Ich bezweifle weder deinesgleichen Kühnheit, Entschlossenheit oder Tatendrang. Mit diesen Eigenschaften lässt sich auch ein wehrhafter, blühender Landstrich dauerhaft verwüsten. Folglich sind die Parteigänger des Artos überreich mit diesen Talenten gesegnet. Die Taten des großen Artos liegen nun schon lange zurück. Die Folgen halten bis heute an. Das beweise mir. Bist du zum Mitgefühl fähig? Kannst du Anteilnahme und Rührung wecken? Vielleicht lässt deine Aufrichtigkeit etwas in mir anklingen. Doch rührst du auch ein kaltes Herz? Bring mir die Träne, die um deinetwillen ein kaltes Herz vergoss. Dann glaube ich dir deine Wärme. Ganz schön fordernd und eigensinnig, deine kleine Prachtpute. Sie ist so voller Prinzipien und Kompromisslosigkeit. Brun erhält 2000 Erfahrungspunkte. Wäre er es nicht, würde ich es fast schon irgendwie süß finden. Behalt wenigstens du einen unklebrigen Blick.
Ah, und ich dachte, es wäre jetzt vorbei. Aber naja, gut. Brun macht immerhin Fortschritte bei Pellern. Mal schauen, wie das noch weiterläuft. Ob wir da zu einem Abschluss kommen oder nicht. Ich bedanke mich auf jeden Fall zuerst bei euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.